Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video werden wir uns mit Solidity beschäftigen. Solidity kurz vorweg, Solidity ist eine Programmiersprache, mit der man Smart Contracts schreiben kann. Diese Smart Contracts, die werden dann ausgeführt in einer Blockchain. Wir werden uns das innerhalb vom Ethereum-Ökosystem anschauen, aber es gibt andere Chains, die verwenden ebenfalls Solidity. Und wenn man sich ein paar Statistiken anschaut, zum Beispiel bei DeFi Llama, das ist die Seite, die lädt ein bisschen langsam. Hier kann man sich auf jeden Fall die Chains anschauen, welche das am häufigsten verwendet wird, wenn es jetzt um Transaktionen oder Total Value Locked, das heißt, wie viel Kryptowährung steckt in diesen Chains drin. Mit Abstand die größte Chain ist Ethereum, dann ebenfalls eine EVM-basierte Chain Tron, dann Solana ist nicht EVM-basiert, dann die Binance Smart Chain ist ebenfalls EVM-basiert, also basiert auf Ethereum, Arbitrum ebenfalls, Base ebenfalls, Avalanche ebenfalls. Und hier sieht man schon, dass eben diese Programmiersprache Solidity, welche im Ethereum-Ökosystem häufig verwendet wird, und diese Sprache kompiliert dann zu EVM-Opcodes, dazu werden wir später auch noch kommen, die wird sehr häufig verwendet und deshalb ist es die Sprache, die wir uns genauer anschauen. Hier noch ein Beispiel Sui, das ist eine Blockchain, welche nicht auf EVM basiert, die hat eine eigene Programmiersprache, nennt sich Move, die werden wir uns kurz auch noch anschauen, aber in den Vorlesungen, ich glaube es 10 oder 11, eher gegen hinten, weil eben die Relevanz, man sieht schon eben Ethereum-basierte Chains, also wenn wir hier auf EVM gehen, dann sehen wir alle diese Tron, BSC, die sind alle EVM-kompatibel. Und das sind doch relativ viele, deshalb werden wir uns das genauer ansehen. Gut, wir werden Solidity in einer IDE schreiben und zwar, oder ich werde es zeigen, ihr könnt Solidity schreiben, wie ihr wollt. Ich werde die Remix-IDE verwenden, das ist diese Seite hier. Hier sieht man, dass man hier diverse Contracts hat. Hier habe ich einen Dummy USDC Token, das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Und hier kann man normal seine Smart Contracts entwickeln. Man kann sie auch laufen lassen, hier im Playground, hier beim Deployment. Hier kann man sie entweder in Remix selber laufen lassen, das heißt innerhalb vom Browser laufen an diesem Smart Contract, man kann damit herumtesten, spielen, man kann sie aber auch über MetaMask dann in die Ethereum Chain auch deployen und auch aufrufen. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, wie man da die Remix-ID verbinden kann. Unser Fokus wird sicher MetaMask sein, zum Entwickeln hier diese Remix-VMs, zum dann Testen auf dem Testnetz dann mit MetaMask. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man natürlich Solidity schreiben kann. Es gibt diverse Plugins für Visual Studio Code, es gibt Plugins für IntelliJ, kann man alle ausprobieren. Meiner Erfahrung nach ist Remix ID die modernste oder die IDE, welche immer die neuesten Features auch zur Verfügung hat und entsprechend ist es am bequemsten. Man kann auch direkt deployen. Wenn man jetzt eben mit einem Plugin arbeitet, muss man dann noch in der Kommandozeile das Ganze deployen. Hier geht es mit MetaMask, also alles ein bisschen einfacher.
Und deshalb empfehle ich hier Remix. Was wir ebenfalls noch verwenden werden, ist ein Block Explorer. Das ist Etherscan. Und zwar, das ist jetzt das Mainnet. Man kann auf, ich glaube, sepolia.etherscan.io gehen. Dann ist man im Testnetz und dort kann man dann nachschauen. Hier die Seite. Dort kann man dann nachschauen, was mit der Transaktion ist. Ist sie schon drin? Und wenn sie drin ist, kann man dann sehen, wie viel das es gekostet hat, wann das es deployed worden ist. Also man hat alle Informationen an einem Ort. Das heißt, Etherscan wird relativ häufig verwendet, wenn man ein Smart Contract im Ethereum-Ökosystem entwickelt. Ich kann jetzt hier in einen Block reingehen. Hier sehen wir, dass man eine Blocknummer hat, eben wann es in den Block aufgenommen worden ist. Hier können wir jetzt uns eine beliebige Transaktion herausnehmen. Das sind irgendwelche Test-Contracts. Hier sieht man die Methoden, die aufgerufen worden sind. Das ist wahrscheinlich irgendein ERC-20-Transfer. Das können wir uns anschauen. Hier sieht man auch, wie teuer das es gewesen ist. Also die Gas-Fees, zu denen kommen wir dann auch noch. Also hier findet man relativ viele Informationen. Wenn mal die Transaktion gebroadcastet ist, dann ist das der nächste Schritt, wo man hingehen kann, um mehr über seine Transaktion zu erfahren. Was man auch machen kann, ist, man kann natürlich nach der Token-Adresse hier oben suchen oder man kann sich die Tokens ansehen. Dazu gehen wir ans Beste ins Mainnet. Dort sind auch alle Transfers drin. Zum Beispiel USDCs. Hier sind alle USDCs drin, die über Ethereum laufen. Hier sieht man schon eben, dass da wirklich im Sekundentakt, das ist jetzt im gleichen Block drin. Im einen Block hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 USDC-Transaktionen. Und im vorherigen Block hatte es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ganz viele Transaktionen. Und da kann man auch hingehen, schauen, was transferiert worden ist, eben USDC, von welcher Adresse zu welcher Adresse, wie viel das es gekostet hat. Das kann man sich jetzt noch umrechnen, wie viel das in USDC ist, also wie das gekostet hat. Und auch ganz spannend dann hier beim, was genau dieser Contract ausgeführt hat. Das ist jetzt sehr im Detail. Das sind eben diese EVM-Opcodes. Das heißt, diese Opcodes versteht die EVM, führt sie aus. Dazu kommen wir später mehr, was es mit diesen Opcodes auf sich hat. Aber das ist eben der Smart Contract, also von Solidity, kompilieren, EVM-Code. Das sind diese Opcodes und die werden dann auf der EVM, Ethereum Virtual Machine, ausgeführt. Gut, und jetzt können wir auch gleich kurz einen Contract erstellen. Wenn es um Contracts geht, dann finde ich Open Zeppelin immer eine gute Adresse. Open Zeppelin, die haben Standard-Contracts, die haben auch einen Contract Wizard. Das ist auch ganz spannend, neben der guten Dokumentation, die sie haben. Also hier jetzt alles über ERC20, kann man sich gerne durchlesen. Ich kann mir zum Beispiel das hier nehmen. Das ist jetzt ein Beispiel und das erstellt mir ein Contract, ein ERC20 Contract und hier minte ich bereits ein Initial Supply. Da können wir zum Beispiel 1000 Tokens mal erstellen. Das werden wir jetzt gleich machen. Das heißt, ich öffne hier ein neues File. Das nenne ich blch.sol. Und da kopiere ich es mal rein. Und das, was eigentlich ausgeführt wird,
ist hier drin in diesem ERC20 Token, den können wir uns natürlich auch anschauen, also Control draufklicken, dann kommt man hier in den Contract rein. Die kann man überschreiben, die Funktion, wenn man möchte. Wenn man zum Beispiel einen Token möchte mit 16 Nachkommastellen, kann man das gerne machen. Und zwar, indem man jetzt hier diese Funktion nimmt und sagt Public View Override und sagt, ich will nur noch 16 haben. Kann sogar Pure sein anstatt View. Dazu komme ich später noch mehr. View heißt, oder machen wir es gerade kurz jetzt, View heißt, ich lese State. Pure heißt, ich lese gar kein State. Und wenn man es wegliest, dann kann man State lesen und schreiben. Und sobald man State schreibt, wird es teuer, weil da muss man Gas Fees zahlen. Nur lesen zugreifen kostet nichts. Also da, das kann man auf Pure und jetzt hat man diese Funktion überschrieben. Das heißt, in Java ist das ähnlich jetzt wie Extends und man übernimmt die Funktionalität und in der Regel die Funktionalität, die hier drin ist, die ist gereviewt, die ist safe, die kann man verwenden. Die entspricht auch dem ERC20 Standard, wenn man aber irgendwie noch Fees haben möchte, dann kann man hier die gewisse oder die entsprechende Funktion überschreiben und noch irgendwo eine Fee reinhängen. Oder wir haben zum Beispiel auch in den Übungen gesehen, dass USDT noch ein Fee-Mechanismus drin hat. Also die Contracts, die kann man sich jetzt auch über Etherscan anschauen. Das ist das Beispiel von USDC. Und wir werden uns, genau, USDC, wir haben aber den USDT-Token uns genau angeschaut, Tether, USDT, und hier kann man ebenfalls den Contract anschauen. Das ist eben in der gleichen Sprache geschrieben, wie wir hier in Remix sehen, mit Solidity. Das heißt, ich kann mir hier diesen Contract ansehen, schau, was eigentlich USDT macht. Und beim Transfer haben wir das letzte Mal gesehen, die ziehen eigentlich eine Fee ab. Die haben hier Base Point Rates und das heißt, sobald man einen Transfer macht, wird eine gewisse Fee abgezogen. Und wir können auch diese Base Point Rate uns anschauen, wie hoch das die ist. Also bei Read Contract und Read, wenn man lesen zugreift auf den Contract, dann muss man nichts dafür zahlen. Das heißt, das kann man einfach anklicken, dann funktioniert es. Write Contract, hier macht man eine Transaktion, man ändert State und das kostet entsprechend. Gut, das heißt, ich kann hier sicher mal Base Points anschauen. Also Symbol USDT, das funktioniert. Decimals haben wir gesehen, sind standardmäßig 18, bei USDT sind es 6. Und wir sehen hier Base Point Rate 0. Und wenn wir wieder zurück in den Contract gehen, dann sehen wir, okay, die haben einen Mechanismus für Fees drin, aber sie verwenden ihn nicht. Fee ist immer 0 und es werden keine Fees abgezogen. Und das haben wir so im Smart Contract jetzt überprüft. Zurück jetzt bei unserem ERC20 Contract. Wir können wieder zurück auf unseren Token gehen. Ich nehme das jetzt mal raus, das brauchen wir nicht. Dem sage ich jetzt, ist ein OST-Token. Da erbe ich die ERC20 Funktionalitäten. Initial Supply, dem sage ich jetzt OST-Token. Ups, Token. Das Kürzel ist OT. Und ich minte hier ein Initial Supply, den kann ich mitgeben. Das heißt, beim Erstellen dieses Contracts wird dann diese Funktion ausgeführt. Ich übergebe zum Beispiel 1000 und dann werden 1000 Coins gemintet und dann dem Sender übergeben. Der Sender, das ist derjenige, der den Contract oder der diesen Contract, diese Transaktion tätigt. In diesem Fall
werde ich das sein, weil ich diesen Contract jetzt erstellen werde. Das heißt, Message Sender ist meine Adresse, von der ich diese Transaktion tätige. Wenn jetzt jemand anders dann eine Transaktion tätigt, zum Beispiel man hat dann irgendwo einen Transfer drin, gehen wir wieder hier zum Beispiel mit Transfer, dann Transfer, dann wird der Message Sender derjenige sein, der diese Transaktion initiiert hat. Und das ist kryptografisch abgesichert, das heißt, MetaMask muss diese Transaktion signieren. Davon bekommt der Benutzer, also ich bekomme ein Pop-up, sage ja, für den Benutzer sind die Details nicht bekannt, aber eben es wird kryptografisch signiert. Da kann man sicher sein, dass die Transaktion, die in der Chain landet, dann auch signiert ist. Und wenn ich jetzt auf Message.Sender zugreife, weiß ich, es ist genau Message.Sender. Es kann niemand anders sein, weil eben starke Kryptographie dahinter ist. Jetzt aus Sicht Solidity muss man sich um die Kryptographie nicht groß Gedanken machen, weil eben diese Adressen repräsentieren die kryptografischen Adressen, die Signaturen, die werden alle überprüft und erst wenn alles überprüft worden ist, wird diese Transaktion ausgeführt, werden diese Opcodes ausgeführt und der State entsprechend geändert. Und beim Transfer, wenn wir uns den anschauen, das ist eigentlich relativ einfach. Das macht ein Update from to. Das heißt, hier ziehe ich dann die Balance ab. Ne, das ist das Total Supply. Hier ziehe ich beim Empfänger die Balance hinzu und hier beim Sender ziehe ich die Balance ab. Hätte man mit Minus gleich machen können, so ist es ein bisschen leserlicher in dem Fall. Gut, jetzt können wir das Ganze mal deployen. Also ich kann es mal kompilieren. Hier, das ist auch bei Remix, kann ich die neuesten Versionen auswählen. Das ist sehr bequem. Es sind immer die neuesten verfügbar. Das ist beim Plugin meistens auch der Fall, eben nicht immer. Da muss man auch den Solidity Compiler updaten, den man im System hat. Und von dem her, Remix ist relativ bequem. Ich gehe mal auf die neueste. Kompiliert hat es. Hier kann ich noch auswählen, welche Sprache es sein soll. Eben, wir schauen uns Solidity an. Es gibt noch weitere Sprachen, welche in oder nach EVM kompilieren können. Ich habe ebenfalls Autocompile drin, das heißt, sobald ich etwas ändere, kompiliert es automatisch, damit ich auch die Fehler sehe. Enable Optimization kann man noch Optimierung einschalten, indem möglichst Gas gespart wird, wenn ich eben eine Transaktion tätige oder wenn ich weiß, dass ich häufig eine Transaktion tätige, kann ich das versuchen zu optimieren. Und was auch noch wichtig ist, wenn man von außen auf diese Contracts zugreifen möchte, dann braucht es sehr häufig ein API Application Binary Interface, glaube ich, wird es genannt. Es ist aber nicht ganz binary, sondern es ist hier im JSON-Format, wobei ich noch kurz nachschauen möchte, was es genau heißt. Da frage ich am besten Claude AI. What does API mean in the Remix IDE? Claude meint, okay, what does it stand for? Eben genau, Application Binary Interface. Also hier auch bitte braucht LLMs, wenn ihr nicht sicher seid, kurz nachfragen. Ich habe jetzt hier überall Free Accounts. Mit diesen Free Credits kommt man eigentlich relativ weit. Wenn etwas nicht klar ist, am besten immer benutzen. Es heißt tatsächlich Application Binary Interface, obwohl es hier in JSON ist. Aber wenn man jetzt von außerhalb jetzt auf diese Kontext zugreifen möchte, dann braucht es immer dieses API oder zumindest diese Information, wie man dann auf die
Funktion zugreifen möchte. Hier sieht man die Inputs und Outputs und wie die heißen. Das heißt, das sind alles Informationen, die man braucht, wenn man zum Beispiel jetzt eine Webseite hat, sich mit MetaMask verbinden möchte, also mit JavaScript, und dann einen Contract lesen möchte. Dann muss man wissen, welche Funktion es braucht, oder welche Funktion man ansprechen möchte. Und dazu ist eben hier das Application Binary Interface, das man verwenden kann. Denn dann weiß das Framework, wie die Funktion heißt, was die Parameter sind und was dann zurückgegeben wird. Und der Bytecode, das ist das, was dann tatsächlich in der Transaktion landet. Das heißt, das können wir uns auch hier anschauen, wenn wir irgendeinen Contract Creation uns ansehen. Wo sind wir hier? Wir sind in Sepolia. Ich schaue mal, ob jetzt gerade kürzlich ein Contract erstellt worden ist. Das sieht man hier, Contract Creation. Sonst erstellen wir dann noch einen und dann können wir es auch so ansehen. Nein, da ist jetzt kein Contract erstellt worden. Dann machen wir es ganz kurz. Also ich gehe zurück in meine ID. Was ich jetzt noch mache, ist, ich verbinde mich mit MetaMask, weil MetaMask ist meine Bridge zur Ethereum Blockchain. Und hier kann ich dann bestätigen, wenn es nicht schon bestätigt ist. The pool is now active, genau. Und jetzt kann ich über Remix auf diese Smart Contracts zugreifen. Zuerst muss ich natürlich deployen. Dazu muss ich ein Initial Supply mitgeben, weil wir hier ein Initial Supply definiert haben. Sagen wir mal, es sind 2000 Tokens. 2000 Tokens. Jetzt kann ich deployen. Da kommt bei mir die Frage bei MetaMask. Es wird mich auch eine gewisse Fee kosten. Es wird mich 0,2 Sepolia Ethers kosten. Und ich sage, go for it. Und jetzt dauert es ein bisschen. Jetzt ist es confirmed. Da kann ich jetzt auf den Block Explorer gehen. Und wenn ich auch click to show more, dann sehe ich die Input Data und hier unter anderem ist auch der Bytecode meines Smart Contracts drin und der wird eben jetzt auf der Blockchain gespeichert und auf den kann ich dann zugreifen. Auf die Methoden, die ich definiert habe, kann jetzt jeder zugreifen, natürlich nur wenn er gewisse Tokens hat. Und der Einzige, der jetzt Token hat, das bin ich. Ich habe mir 1000 Ethers jetzt gemeint. Das heißt, die kann ich mir auch anschauen. Ich habe hier eine Adresse, die kann ich kopieren. Sein Copy Account. Und wo sind wir drin? Hier. Wir haben den Contract created, diesen hier. 0A3F, das ist jetzt der Contract, unser ERC20 Contract. Hier sehe ich jetzt noch nicht, wie oder welche Methoden das mir zur Verfügung stehen. Und das sieht man nur, wenn man die Verification oder ein Verification Plugin installiert in Remix. Das heißt, alles das, was EtherScan jetzt sieht, sind diese Bytecodes, also diese Opcodes, und die Namen dieser Opcodes, die stehen jetzt nicht drin. Und damit das eben funktioniert, damit dieser Opcode oder dieser Bytecode gemappt werden kann auf den Source Code, kopiert man jetzt für EtherScan, kann man diesen Code hinterlegen bei EtherScan und sagen, ich habe jetzt gerade das deployed, das ist der Source Code dazu. Und das, was EtherScan macht, ist, es nimmt diesen Smart Contract, kompiliert es ebenfalls, schaut, ist es aufs gleiche Resultat gekommen. Wenn ja, dann weiß EtherScan, okay, das ist der Code dazu und kann es entsprechend anzeigen.
Das ist auch sehr hilfreich beim Entwickeln, beim Debuggen und deshalb machen wir das auch. Und das geht hier über ein Plugin und zwar über Contract Verification. Das machen wir jetzt gleich. Das ist meine Contract-Adresse, hätte ich gesagt, genau diese hier. Das ist ein Plugin, das kann man sich hier unten installieren, wenn man es nicht hat. Ich kann draufklicken. Invalid API Key. Hier API Key. Gut, da muss ich mir noch den API Key holen. Gut, auf der Sepolia kann ich mich nicht einloggen. Hier kann ich mich einloggen. Login. Und hier habe ich dann irgendwo, das ist meine Spam-E-Mail-Adresse. Und hier habe ich dann sicher irgendwo meine Tokens. Gut, und hier kann ich jetzt den Token neu erstellen. Jetzt habe ich es kopiert. Jetzt gehe ich zurück hier. Save. Pass verified. Kann es updaten und jetzt kann ich es nochmals probieren. Gut, hier muss ich natürlich den OSS-Token auswählen. Ich kopiere es nochmals. Gut, ich habe die Seite neu geladen und hier sehe ich dann auch den Konstruktor, den ich wieder angeben muss. Das waren 2000. Es hat irgendwie nicht geladen. Und jetzt kann ich auf Verifizieren gehen und da kann ich dann sehen, Pending in Queue. Das heißt, es wird jetzt auf Etherscan, wird es nachkompiliert geschaut, ob es das gleiche Resultat ist. Und wenn ja, dann sollten wir hier unsere Funktionen sehen. Und wenn man einen Contract deployen möchte, hier ist er jetzt, ich habe es neu geladen, dann ist das ein wichtiger Schritt, weil hier können andere dann verifizieren, was hinter dem Contract ist. Hat es eine Fee? Was passiert genau, wenn ich diese Funktion aufrufe? Das ist ein sehr wichtiger Schritt, wenn man jetzt in Richtung ein produktives System geht. Gut, jetzt haben wir diese Contracts. Da kann ich mich noch verbinden mit MetaMask. Das mache ich jetzt gerade. Hier kann ich jetzt zum Beispiel noch schauen, Balance off mit meiner Adresse. Das ist diese Adresse hier. Die kopiere ich mal. Und wenn ich die jetzt hineinpaste, dann sollte ich hier sehen 2000. Wichtig hier ist, es sind jetzt nicht 2000 Tokens, weil wir haben 18 Nachkommastellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Decimals gebe, dann sind es 18, also sind eigentlich 0,0002 Tokens. Und sonst müsste ich 2000 mit 18 Nachkommastellen haben, dann hätte ich nachher 2000 Tokens. Das ist noch ein wichtiger Unterschied. Gut, und genau das ist jetzt unser erster Contract. Den haben wir jetzt vor 12 Minuten erstellt. Das ist unser OSS-Token und ich kann jetzt den Token einer beliebigen Adresse jetzt schicken. Ich gehe jetzt hier in den Block Explorer drin. Da habe ich mir für 45 Sekunden, ich nehme jetzt mal hier irgendeine eine Adresse und dem kann ich jetzt hier meine Tokens schicken. Ich kann hier meinen Token importieren. Ich habe jetzt diesen Token erstellt und den importiere ich jetzt mal hier. Import Tokens, das ist die Token-Adresse und das ist unser Symbol Next. Von dem habe ich eigentlich eben 0,0002 Import. Und jetzt habe ich den importiert und jetzt kann ich dem einer beliebigen Person schicken, zum Beispiel dieser Adresse hier. Und dem schicke ich from und dem schicke ich das hier, max, eigentlich ganz wenig. Und jetzt bin ich noch nicht ganz klar, you're about. Ah, I understand, okay. Und jetzt kann ich hier diese Person schicken. Mache ich jetzt nicht, aber eben das ist unser Contact, mit dem kann ich interagieren.
Ich kann es über MetaMask machen, ich kann das aber auch über hier Right Contract machen. Hier habe ich ebenfalls den Transfer. Da kann ich eigentlich genau das Gleiche machen. Und zwar kann ich hier wieder meine beliebige Adresse nehmen. Das war diese hier, Value, weil das jetzt ohne diese Nachkommastelle ist, kann ich jetzt diese 2000 eingeben. Und zuerst müsste ich mich noch mit MetaMask verbinden, habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich das schreiben. Und das ist eigentlich auch genau das, was MetaMask macht. Es erstellt eine Transaktion und schickt sie dann raus. Das kann ich mal initiieren und dann aber eben noch abbrechen. Hier diese Transaktion kann ich bestätigen, mache ich jetzt nicht. Und so kann man ebenfalls Contracts aufrufen. Das kann man natürlich auch über Remix. Das heißt, hier habe ich ja meinen Contract deployed. Und diesen Contract, den kann ich jetzt hier wieder holen. Sage Load Contract from Address. Das ist mein OSS-Token. Und hier kann ich eigentlich ebenfalls das genau das Gleiche machen. Ich kann auch wieder einer zufälligen Person, dieser hier, kann ich Tokens schicken. Hier Address, Value, hier auch wieder ohne Nachkommastelle. 2000 Transact. Könnte ich auch machen. Kommt auch wieder MetaMask-Frage. Soll ich? Ja, nein. Ich mache jetzt mal einen Recheck. Das sind so Varianten, wie man so eine Transaktion erstellen und auslösen kann. Mit Ethereum, mit Etherscan, mit Remix, mit MetaMask kann man diese Transaktion erstellen und kann man diese Transaktion tätigen. Gut, das ist unser erster Contract. Hooray! Und jetzt schauen wir uns an, wie das im Detail funktioniert. Wir haben ganz kurz gesehen, dass eben dieser Code hier kompiliert wird zu EVM Opcode. Also wenn ich jetzt das hier kompiliere, dann kommt dann schlussendlich so etwas raus. Wo ist der Compiler? Hier Bytecode. Das kann ich mir kurz anschauen. Hier, so sieht der Bytecode aus. Das ist nichts anderes als der EVM Opcode, den wir auch hier gesehen haben. Wenn wir da zurückgehen, dann sehen wir die Code More Options. Wo sehe ich den Raw Code? Da, dieser Bytecode, genau. Und dieser Bytecode, das sind eben diese Opcodes. Und diese Opcodes kann ich mir dann auch jetzt noch in dieser Transaktion genauer anschauen. Das war diese Operation hier. Und da kann ich jetzt sehen, welche Opcodes das ausgeführt worden ist. Da wurde etwas auf den Stack gepusht, noch etwas auf den Stack gepusht, da wurde etwas gespeichert. Hier wurde eine Funktion aufgerufen, hier wurde ein Wert dupliziert vom Stack. Hier wurde überprüft, ist es Zero und so weiter. Und all diese Operationen kosten Gas. Das sind diese hier, Gaskost, die sind definiert und die sind auch beschrieben. Es gibt ein sogenanntes Yellow Paper. Yellow Paper Ethereum, das ist das hier. Und das ist die ganze Spezifikation. Und irgendwo unten steht drin, wie teuer etwas ist. Hier sehen wir, was zum Beispiel Very Low kostet 3 Gas und Very Low, das ist zum Beispiel eine Addition, eine Subtraktion, eine Negation, Lesser than, Greater than. Is Zero zum Beispiel haben wir gesehen, hier im Beispiel Is Zero. Haben wir gesehen, kostet 3 Gas. Das ist hier spezifiziert, ist Zero, Very Low und Very Low kostet hier 3 Gas. Und was jetzt passiert ist, beim Ausführen dieser Opcodes werden diese Gaskosten zusammengerechnet
Und schlussendlich, wenn das Programm fertig ist, weiß man, okay, es hat so und so viel Gas gekostet und das Gas muss man auch bezahlen. Wenn man das Gas nicht bezahlt oder wenn man zu wenig Gas hat, dann wird diese Transaktion oder all der State, der bereits gemacht worden ist, reverted zum ursprünglichen State. Man verliert das Gas, das man bereits schon gezahlt hat, und die Transaktion wird dann eben rückgängig gemacht. Das heißt, man sollte immer schauen, dass man genügend Gas mitgibt. Das heißt, beim Contract muss man oder bei dieser Transaktion muss man auch mitgeben, wie viel Gas das man jetzt zahlen möchte, weil ein Smart Contract ist nicht deterministisch. Wir können Loops drin haben. Das heißt, es könnte ein Endlos-Loop drin sein. Und bei diesem Durchgehen wird eben permanent bei jedem Opcode wird das Gas aufsummiert und verglichen mit dem, was man mitgegeben hat. Und wenn man sieht, man überschreitet das, wird eben, wie gesagt, diese Transaktion abgebrochen und der State wird rewarded und man verliert das Geld. Deswegen ist es wichtig, dass man ungefähr weiß, wie viel das es kosten wird. Genau weiß man es nicht, weil man eben Loops drin hat. Je nachdem, welcher State gesetzt ist, kann es dann mal ein bisschen länger oder ein Loop mehr machen oder es wird ein If nicht gemacht. Das hängt natürlich auch vom State ab. Das kann sich ändern beim Ausprobieren, beim Simulieren, wie wenn man jetzt es tatsächlich ins Netz schickt. Und deshalb sollte man eigentlich immer mehr Gas mitgeben, als man braucht, damit man sicher ist, dass es eben diesen Revert nicht, dass dieser Revert nicht passiert. Gut, kommen wir zum Solidity Source File. Das haben wir uns hier angeschaut. Es muss oder es muss nicht, aber es sollte im Header ein License Identifier drin stehen, sonst kommt eine Warnung. Das ist so eine Eigenheit von der Remix-ID. Ich habe hier jetzt den License Identifier MIT. Wenn man es nicht hat, dann sieht man eine Fehlermeldung und ich habe es immer, also eine Warnung, und ich habe es natürlich immer gerne, wenn man keine Warnung sieht. Deshalb hier dieser Identifier. Wenn man etwas Privates machen möchte, kann man auch unlicensed verwenden. Aber wie gesagt, dieser Opcode landet dann auf der Blockchain, wird veröffentlicht. Aber man muss eben das Mapping oder man müsste das Mapping nicht machen jetzt bei Etherscan und den Source Code hinterlegen. Und dann sieht man einfach den Opcode. Man kann den schon versuchen zu verstehen, was es ist, aber das ist natürlich bei weitem nicht wirklich lesbar. Dann als nächstes kommt die Versionsidentifikation, hier Pragma Solidity. Das heißt, ich verwende die Version 0.8.20 und höher. Wie man hier sieht, der Compiler, da sind wir bereits bei 0.8.27. Das könnte ich auch mit 27 hier versehen und das würde dann immer noch kompilieren. Hier kann man auch bestimmen, dass es eben zum Beispiel höher als eine gewisse Version ist oder dass es tiefer als eine gewisse Version sein sollte. Das kann man hier bestimmen. Ich sehe meistens als Contract hier ab einer gewissen Version und that's it. Beim Importieren. Hier kann man andere Contracts importieren. Das ist jetzt in diesem Beispiel der RC20 Contract von Open Zeppelin. Den haben wir uns vorhin angeschaut. Dort drin hat es wieder Imports, die kann man sich auch anschauen. Also hier habe ich zum Beispiel das Interface RC20 Metadata. Hier sehen wir beschrieben mit einem Interface. Das heißt, man muss Name, Symbol und Decimals implementieren. Das tut dieser Contract auch. Der ist auch abstract. Das heißt, also man kann diesen Contract so nicht deployen, sondern man muss eben diese Implementation davon deployen, wie wir hier gesehen haben.
Man kann auch seine eigenen Files importieren. Das heißt, ich kann jetzt hier ein zweites File erstellen. Hier gehe ich mal auf test.sol. Das muss natürlich in den Parent gehen. Yes. Wo habe ich den jetzt drin? Hier Test, genau. Hier kann ich auch eine Funktion reinhängen und die dann importieren. Und hier sieht man schon eine Warnung. Ich habe diesen License Identifier nicht drin. Ganz schlimm natürlich. Nehme ich das noch kurz rein. Genau, der importiert jetzt nichts. Und ich habe da irgendeine Function. Function test pure. Function test me pure returns Point 256. Das muss in Klammer stehen. Und hier auch beim Syntax, bei Unsicherheit, Claude fragen. Ich kann ihm jetzt eine Frage stellen. Please write a Solidity smart contract function that is called test me and returns the value 12. Und da sieht man, er beherrscht es eigentlich recht gut. Er schlägt sogar noch vor, das im größeren Kontext zu machen. Das finde ich sehr gut. Aber das kann ich jetzt eigentlich auch brauchen. Das ist genau das, was ich geschrieben habe. Claude Claude ist nicht immer perfekt. Aber wir wollten jetzt diese Funktion noch importieren. Machen wir ganz kurz. Also hier kann ich jetzt import test.sol schreiben und die Funktion dann aufrufen. Wird nichts machen. Oder eigentlich könnte ich sie hier brauchen. Das war die Funktion test.me. Und dann sagt er mir, braucht diese nicht mehr. Aber hier habe ich jetzt diese Funktion ausgelagert. Genau, das könnte man eigentlich jetzt wegnehmen. Und der Initial Supply wird dann 12 sein. Was Claude und ChatGPT mir wahrscheinlich sagen wollten, ist, also man kann hier direkt Funktionen schreiben oder aber man kann hier ein Test Contract schreiben. Dann kann man hier einen Public Modifier haben, so nicht, aber so funktioniert es. Und dann kann ich den Test Contract hier, den muss ich dann anders importieren. Das ist dann Test Contract from und dann kann ich sagen Test Contract, dann leite ich davon ab und dann habe ich es auch bei mir zur Verfügung und kann es so aufrufen. Das geht natürlich auch. Und ich denke, ChatGPT und Claude hatten das im Kopf, aber eben nur diese Antwort, die stimmt so nicht. Aber diese stimmt hier unten wiederum. Gut. Dann Kommentare haben wir sicher, habt ihr sicher schon gesehen, das sind Kommentare, ähnlich wie bei Java C++. Das funktioniert ebenfalls. Und da kann man auch mehrere Zeilen drin haben. Es bietet sich natürlich an, bei jeder Funktion hier einen kleinen Kommentar zu schreiben, damit man weiß, was es ist. Und damit man es auch dokumentiert hat. Der hat jetzt bei mir auch ein State. Den State sieht man nicht, weil er im ERC20-Token ist. Den nehmen wir jetzt mal raus.
Das können wir auch mal wieder rausnehmen. Das lösche ich am besten. Yes. Und hier. Das kennt ihr auch nicht. Da habe ich nur noch den Host Contract. Hier habe ich den Konstruktor, nur meinen Konstruktor drin. Mint kennt ihr auch nicht. Das nehme ich auch mal raus. Und was ich hier jetzt verwenden kann, ist ein State, den ich setzen kann. Stored, den kann ich initialisieren auf 0. Und im Konstruktor zum Beispiel kann ich im Konstruktor etwas übergeben. Man hat mir gesehen, beim Deployen kann man das angeben und dann ist es initialisiert. Hier kann ich schreiben und 256 init value und hier store gleich init value und dann wird es initialisiert. Das ist State, das ist teuer, das heißt, dafür muss man zahlen. Und wenn man sich jetzt die Preise anschaut, bei very low, low, hier ist man beim Rechnen. Hier macht man Add, Low ist Multiplikation, Division, das kostet 3 Gas, das kostet 5 Gas. Und wenn man das speichern möchte, da ist man bei 20.000 Gas. Wenn man einen Contract erstellen möchte, ist man bei 32.000 Gas. Also das heißt, State speichern ist teuer. Das heißt, man sollte nur das speichern, was man tatsächlich auch braucht. Dann zu den Funktionen haben wir vorhin kurz gesehen. Die kann man dann aufrufen. Ich kann eine erstellen, Function Bit. Ich kann auch den Modifier mitgeben. Und das liefert jetzt nichts zurück. Ich kann hier noch etwas zurückgeben. Returns wieder O int 256. Das muss noch in Klammer geschrieben werden. Und hier return oder machen wir ein Function Mul, dem übergebe ich ein Point 256a und Point 256b und return a mal b. Jetzt habe ich es noch falsch geschrieben. Das kann man dann auch aufrufen. Das kann natürlich jetzt als Modifier kann man noch hinschreiben, dass es eben pure ist. Ups. Dass es pure ist, da ich kein State lese. Also kann ich pure hinschreiben. View wäre, habe ich ganz am Anfang gesagt, View ist State lesen und wenn man nichts schreibt, dann kann man State modify. Und hier kann ich dann angeben, multiply den init Value mit 20 zum Beispiel. Und dann wird das dann entsprechend gespeichert. Hier kann man noch bei der Visibility angeben, wer es alles aufrufen darf. Das ist auch ganz wichtig, dass man es richtig macht, weil es gab Contracts, die haben das dann tatsächlich falsch gemacht. Das war dann zum Beispiel der Hack bei, ich glaube, es war die Parity Wallet. Dort hat man diese Visibility falsch gesetzt. Man hatte einen Smart Contract, wo man eine Funktion hatte, die war auf intern gesetzt, eher internal oder sogar private. Ich weiß es nicht mehr genau. Und beim Upgrade hat man die dann vergessen. Die hatte dann kein Modifier mehr. Und dann konnte man sie auch von außen aufrufen. Das haben dann diese Hackers ausgenutzt und da hat man dann ganz viel Geld abgezügelt, über 30 Millionen US-Dollar, weil man eben diesen Fehler gemacht hat. Deshalb ganz wichtig hier, was man reinschreibt, eben was möglich ist. Public, hier können alle drauf zugreifen, von außen, aber auch der Smart Contract selber. Wenn ich jetzt external hinschreibe, external, dann können nur Transaktionen von außerhalb
hier zugreifen und hier sehen wir schon, es ist rot, weil innerhalb vom Smart Contract funktioniert das nicht mehr. Es gibt dann noch Internal. Hier kann dann nur innerhalb vom Smart Contract aufgerufen werden und nicht von außerhalb. Das heißt, diese Funktion Multiply kann nicht von außen zugegriffen werden, sondern nur innerhalb vom Smart Contract. Und da gibt es noch Private, dort gibt es einen kleinen, feinen Unterschied, dass man internal, das kann man überschreiben, diese Funktion, und wenn sie private ist, kann man sie nicht überschreiben. Das heißt, es gibt hier internal, private, external und public, und die müssen natürlich richtig gesetzt werden. Wenn man jetzt einen ERC20-Contract braucht, wie zum Beispiel den von Open Zeppelin, kann man davon ausgehen, dass das bereits richtig gesetzt ist und reasonable defaults hat, weil die Contracts, die werden sehr häufig verwendet und sind auch sehr gut gereviewt. Das haben wir auch schon kurz gesehen, und zwar haben wir diese diese Types dieser Funktion. Pure heißt, ich lese gar keinen State. View heißt, ich lese, ich greife nur lesend auf den State zu. Und dann, wenn man nichts hat, dann kann man State modifizieren. Und dann gibt es nochmal einen Typ, und zwar Payable. Ist jetzt hier nicht der Fall, weil hier haben wir den Internal und von hier werden keine Zahlungen darauf auf diese Funktion getätigt, aber hier dann auch. Ganz auf Public setzt, kann man diese Funktion von außerhalb aufrufen und Ethers mitschicken. Das geht eben nur, wenn sie payable ist, und dann hat es auf dem Smart Contract Ethers, und wie viele es sind, das kann man zum Beispiel mit msg.value in Erfahrung bringen. Dort steht geschrieben, wie viel Ethers das übertragen worden sind. Und zum Ethers jeweils überweisen bei so einer Transaktion, bei einer orangen Transaktion. Orange heißt eben, man verändert den State, man muss es zahlen. Die blauen hier, die kosten nichts, das sind read-only, da kann man jetzt eben diese Funktion aufrufen, wenn man hier etwas aufrufen möchte. Dann kann man beim Aufruf noch mitgeben diesen Value hier. Und ich sehe, ich habe auf meinem Wallet 5,536 Sepolia Ethers. Das sieht man ebenfalls hier. Das sind die 5,536 Sepolia Ethers. Und hier kann ich dann zum Beispiel 10 mitgeben, diese Funktion aufrufen. Dann werden dann 10 mitgeschickt in diese Transaktion, und hier bei message.value dort stehen dann die 10 drin, und es gibt diverse Spezialkonstanten, die mit message anfangen. Die können wir uns auch ganz kurz schauen. Hier sind wir, genau. Auf diese kann man hier zugreifen. Die meisten davon habe ich selten gebraucht. Was noch wichtig ist, Block Number, in welchem Block das wir uns befinden. Gas Left habe ich nie gebraucht, Data sehr selten, Message Sender ist sehr wichtig, und Message Value, Message Sender eben, wer diese Transaktion getätigt hat, und Message Value, wie viel Ethers oder in der Unterwährung Y man verschickt hat. Ganz interessant, Random Number, das ist eine True Random Number, das war früher nicht in der EVM, früher hatte man Probleme, so eine Random Number zu kriegen, dort gab es diverse Mechanismen, und neu mit der Beacon Chain hat man es hier in diesen Konstanten hier drin. Gut, das haben wir uns bereits angeschaut. Hier ein Beispiel. MetaMask haben wir uns auch schon angeschaut, das mit dem Kompilieren ebenfalls. Compile and Deploy. Was wir noch uns anschauen können, ist, wie man deployt jetzt zum Testen, wenn man jetzt nicht aufs Testnetz gehen möchte.
Da kann man, anstatt dass man über MetaMask geht, geht man über Remix und da kann man eigentlich problemlos hier dann deployen. Und das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ich kompiliere es am besten nochmals. Ah, ich habe nichts mitgeschickt, wegen dem funktioniert das nicht. Okay, warte, ich nehme das mal raus. Oder ich returne hier 12, nehme das Payable raus, dann funktioniert es auch wieder. Ja, dann brauche ich diese nicht, aber gut, ich kann es mal drin lassen, spielt keine Rolle. Es sind dann Warnings drin. Und jetzt kann ich es deployen mit einem Initial Value. Und hier habe ich es deployed. Und das ist mein Contract, den kann ich jetzt von außen aufrufen, rot, weil er eben payable ist. Und hier kann ich dann zwei Zahlen übergeben, 1 und 2. Und zurück kommt mir dann nichts, weil genau, es ist keine View-Funktion, sondern es wird eine Transaktion ausgeführt. Und der Return-Value, den bekomme ich dann nur, wenn ich hier anstatt Payable eine View-Funktion habe, dann klappt es mit dem Transact. Das kann ich noch ganz kurz ausprobieren. Also, wenn ich hier bin, kann ich diese Contract wieder löschen. Kompiliert wurde er, das heißt, ich kann nochmals deployen. Und hier habe ich den Contract. Hier kann ich multiplizieren. 1, 2, Call und zurück kommt mir 12. Und das sind diese 12 hier. Bezüglich den Modifiers, die kann man sich auch hier anschauen bei OpenZeppelin als Beispiel. Das ist jetzt bezüglich Access Control, wo der Modifier zum Beispiel Only Owner definiert ist. Den hat das Only Owner hier unten. Das heißt, sobald ich hier Ownable mit reinnehme beim Import und dann meinen Contract sage, also Extends Ownable, dann kann ich diesen Modifier verwenden und das, was der Modifier macht, ist, der Modifier ist wie folgt definiert, oder ich kann das mal am besten reinnehmen, dann sehen wir das auch. Import. Und da nehme ich jetzt hier eine Funktion. Is ownable. Und jetzt brauche ich noch is ownable. Das sollte eigentlich funktionieren. No arguments. Das können wir mal rausnehmen, das brauchen wir mal nicht. Vielleicht den ganzen Konstruktor können wir rausnehmen, das brauchen wir auch nicht. Und Only Owner, das sollte eigentlich funktionieren. Ownable. Jetzt schaue ich mal an, wie der. Er hat einen Konstruktor Initial Owner. Kann man setzen. Gut. Hier ist der nicht gesetzt aus irgendeinem Grund. Dann setzen wir den Konstruktor. Konstruktor. Und dann haben wir den zweiten Konstruktor von Ownable, das ist Message.Send.
Sender. Vulnerable. So, jetzt haben wir den richtigen Konstruktor. Keine Ahnung, wieso das dieser hier nicht drin ist. Wahrscheinlich haben sie das abgeredet, aber die Dokumentation noch nicht. Hier sieht man auch schon eben, dass daran gearbeitet wird. Und nun kann ich hier annotieren, dass nur der Owner Zugriff hat. Und was gemacht wird oder wie das genau aussieht mit dem Only Owner, ist, man führt einen Check Owner aus. Das ist hier diese Überprüfung. Und sonst, wenn das eben nicht der Fall ist, dann macht man einen Revert. Das heißt, man lässt die Transaktion nicht durch. Sie wird dann einen Fehler schmeißen. Und der Modifier, das Underscore ist, hier kommt der Rest des Function Bodies rein. Das heißt, was man dann eigentlich macht, ist mit diesem Modifier, wenn man jetzt den Modifier weglassen würde, dann würde es so etwas sein. Hier haben wir irgendeine Berechnung. Int 256 test like whatever. Und wenn wir hier jetzt diesen Check-Owner drin hätten, dann würde man diesen Only-Owner nicht brauchen, weil der genau was der macht ist, er führt diesen Body aus, oder nehmen wir hier ein Return 4 mal 4 irgendetwas. Returns you int 256. Das heißt, dieser Modifier, wenn man jetzt das drin hat und hier public only owner, diesen Modifier, dann macht der Modifier eigentlich den Check-Owner und hier Return 4x4, das ist ein Placeholder, führt diesen Check aus und nur wenn der Check erfolgreich ist, wird dann das hier ausgeführt. Und wie das mit diesen Checks, mit diesen Revert oder Require aussieht, das werden wir uns auch noch genau ein bisschen anschauen. Bei den Funktionen, das haben wir vorhin auch kurz gesehen, im Beispiel RT20, wenn eine Function mit Overridden ein Modifier hat, kann man es überschreiben. Wenn eine Function Overrides drin hat, dann hat diese Funktion etwas überschrieben und muss etwas und muss eine Funktion überschreiben. Hier als Beispiel Public View Virtual Returns Bool und das Virtual, das heißt, dass diese Methode überschrieben werden kann. Gut, schauen wir uns die Events an. Hier auch wieder ein kleines Beispiel. Ich kann einen Event, Event Test, oder machen wir Send Tokens, dann können wir noch angeben Address Sender, Address Recipient, und den Event können wir jetzt brauchen. Der Event schreibt dann auf einer Blockchain diesen Event. Der ist nicht so teuer, als wenn man State speichern würde, aber man kann das nachher nicht mehr vom Smart Contract oder aus dem Smart Contract auslesen, sondern das kann man nur noch von außerhalb auslesen. Das heißt, ein Smart Contract hier drin kann man nicht auf Events zugreifen. Das heißt, man muss irgendwo einen Server laufen lassen, welcher eine Connection zur Ethereum-Blockchain hat und dann diese Events empfangen kann. Und hier können wir jetzt Emit Send Tokens
Und hier nehmen wir message.sender und irgendeine Adresse 0x0. Und jetzt haben wir ein Event emittet, das können wir auch ganz kurz ausprobieren. Ich deploye mal, das ist jetzt nicht ans Testnet, sondern lokal in meinem Browser. Und hier diesen Contract habe ich jetzt deployed, den können wir uns anschauen. Und irgendwo haben wir hier die Logs drin. Und da in den Logs, hier gibt es den Ownership Transfer, das kommt von Ownable. Das heißt, wir haben diesem hier, das ist unser neuer Owner. Und wir haben einen zweiten Event, den haben wir gemacht, das ist Send Tokens mit Sender und Recipient. Und das kann man, wie gesagt, nicht mit Smart Contract abfangen oder interagieren damit, damit hier auch nicht, sondern man kann nur von extern auf diese Events zugreifen. Manchmal, wenn man am Debuggen ist, kann man diese Events auch zum Debuggen verwenden, zum Schauen, welche Events jetzt wo geschmissen worden ist oder welche Werte zu welchem Zeitpunkt sind, kann man machen. Es gibt aber bessere Varianten zum Debuggen. Das ist zum Beispiel mit Hardhat. Das ist diese Seite hier. Und mit Hardhat gibt es auch eine Möglichkeit, wie man dann mit console.log arbeiten kann. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Und da kann ich gerade mal kurz ChatGPT fragen. I want to use Hardhat and console.log in my smart contract. How to do? Und da muss man das importieren natürlich. Das sollte dann als erster Schritt, okay, NPM kann man machen. Wenn man es lokal macht, muss man es machen. Und jetzt wird es interessant, genau, Import Hardhat Console. So, stopp. Hier, das hier ist wichtig. Das hier kann ich brauchen. Ups, hier. Und jetzt kann ich hier drin im Konstruktor zum Beispiel mit console.log arbeiten und hier kann ich message.sender ausgeben als Beispiel. Genau, das kann ich auch wieder deployen. Ich lösche mal die alten, ich deploy es. Und hier sehe ich jetzt console.log. Das ist die Adresse, die ich hier ausgegeben habe. Das ist doch sehr hilfreich beim Entwickeln, beim Debuggen. Wenn man mit dem Code in die Produktion geht, sollte man das dann natürlich löschen. Ich habe jetzt keinen besseren Weg gefunden, als das dann von Hand zu löschen. Das ist momentan der aktuelle Stand, so wie ich es mache. Bei den Fehlern dort kann man, wenn man komplexe Logik hat, kann man mit einer If-Abfrage, also diese Logik modellieren oder mit mehreren If-Abfragen diese Logik modellieren und dann am Schluss ein Revert machen. Wenn es aber ein einfacher Check ist, dann genügt ein Require, hier Balance größer gleich Amount. Wenn das eben nicht erfüllt ist, dann wird ein Fehler geschmissen mit Not Enough und die Transaktion wird rückgängig gemacht. Das Gas, was man nicht mitgegeben hat, das, was gebraucht worden ist, das ist weg. Der State ist, wird auf den Ursprung zurückgesetzt. Und das Gas, aber das zusätzliche Gas, was man mitgegeben hat, weil man muss noch mehr mitgegeben, das wird dann wieder zurückgegeben. Bei Assert ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn man irgendwo ein Assert hat, das heißt, man hat irgendwo einen schwerwiegenden Fehler drin, dann wird das komplette Gas genommen und nicht mehr zurückgegeben und das wird dann behalten.
Tri-Catch gibt es auch noch, aber nicht für Tri-Catch, also dort nicht, das kann man nicht Tri-Catchen, aber bei Require und Revert. Genau, Events haben wir uns kurz angeschaut, dass man etwas loggen kann. Und es müssen eben externe Observer sein, kann mit einem beliebigen Backend geschrieben werden, mit Node, mit Java, mit Go. Es muss einfach eine Verbindung zur Ethereum-Blockchain dort sein und dann kann man auf diese Events reagieren. Das haben wir uns auch angeschaut im Beispiel. Bei Solidity gibt es auch Structs, das heißt, wir haben uns hier eine einfache State-Variable angeschaut. Was es dann auch noch gibt, ist zum Beispiel Struct Test, so wie man Struct kennt, und zwei Sechsen kann man Variable definieren, aber auch wieder andere Structs nesten. Hier haben wir ein A und dann Adresse B zum Beispiel, und hier unten kann man dann diesen Struct verwenden, indem ich schreibe Test, my Test, und das ist meine Struct und die kann ich dann entsprechend verwenden. Das heißt, wenn ich die jetzt initialisieren möchte oder hier etwas speichern möchte, darauf zugreifen möchte, kann ich das machen, indem ich sage myTest.a gleich 3 als Beispiel. Ups, als Beispiel. Und man kann natürlich auch einen neuen Test erstellen. Hier kann ich dann zum Beispiel sagen, Test myTest 2. Und dem kann ich dann gleich noch Initialwerte mitgeben. Und das ist 0, und Address 0. Ups. Ja, das muss man natürlich mit runden Klammern machen. Gut, das ist der Syntax. Jetzt habe ich es auch nachgeschaut und hier kann ich jetzt mein Struct initialisieren. Memory heißt es im Speicher. Call Data heißt, es kommt von, oder es wird so behandelt, als würde es von einem Function Call kommen, und Storage ist, es wird dann irgendwo persistiert. Das ist dann eben, wie gesagt, teuer, wenn dann persistiert wird, wenn der State abgespeichert wird. Und deshalb, wenn man es eben nicht speichern muss, dann am besten Memory verwenden. Enums gibt es auch. Das heißt, man kann diverse, in diesem Beispiel, States generieren oder kreieren. Created Log Inactive. Da gehe ich jetzt auch nicht groß drauf ein, das solltet ihr eigentlich beherrschen. Man kann in der If-Abfrage dann ein Ampersand drin haben für AND, OR, Equality, Inequality. Das gibt es alles auch. Integers ein bisschen speziell. Ich habe jetzt immer UINT256 verwendet. Das ist 256 Bit tatsächlich. Das ist eine sehr große Zahl. Aber man kann auch mit UINT8 oder UINT64 arbeiten. Intern arbeitet die VM immer mit 256 Bit. Deshalb kann man 8 Bit hinschreiben, aber intern werden dann trotzdem unter Umständen 256 Bit verwendet. Dann die ganzen Vergleiche und Adressen haben wir auch schon gesehen, gibt es auch als Typen. Es gibt Address und Address Payable. Diese Address Payable, die kann dann either senden oder empfangen. Und man kann dann either zum Beispiel mit einem Call kann man dann Ethers überweisen, mit Send kann man Ethers überweisen. Da gibt es für jede Funktion gibt's da Vor- oder Nachteile. Im Challenge Task oder wenn man mit ERC20 Tokens arbeitet, muss man in der Regel keine Ethers überweisen, weil man eben ERC20 Tokens überweist. Wenn man aber mit Ethers arbeitet, dann gibt es dafür spezielle Funktionen.
Es gibt in der Solidity-Programmiersprache auch Arrays, die sind entweder fixiert, wie zum Beispiel Bytes 32, oder auch dynamisch. Und dort kann man mit Pop-Push kann man hier Elemente hinzufügen, entfernen, Length herausfinden, wie lange das Array ist. Zu Storage Memory haben wir vorhin auch gesehen, dass ich eben hier Memory hinzufügen musste. Und wie gesagt, Memory hier eine kurze Befragung von ChatGPT zu Storage Memory. Memory ist im Speicher drin, wird nicht persistiert. Storage unter Umständen eben wird persistiert auf der Chain. Dementsprechend kostet das auch. Und wenn möglich, wenn man nicht speichern muss, sollte man eigentlich immer Memory verwenden. Dann gibt es auch Mapping. Das ist ein ganz nützliches Konstrukt. Zum Beispiel habe ich jetzt hier Mapping von einer Adresse auf meinen Struct hier, auf meinen Struct-Test. Und das kann ich dann auch entsprechend verwenden hier unten. Hier habe ich, dem muss ich noch einen Namen geben. Best ABC, was auch immer. Hier habe ich Test ABC. Ups. Und damit kann ich zum Beispiel jetzt zugreifen, Message.Sender, und dem kann ich jetzt hier das hier zuweisen. Diesen Test, den ich geschrieben habe, und das ist dann State. Hier wird es dann im Speicher gehalten, da wird es aber dann doch persistiert und festgehalten auf der Chain. Das heißt, das wird entsprechend teuer werden. Den Ternary Operator gibt es ebenfalls. Das ist eine Abkürzung, wenn man jetzt irgendwo einen If-Vergleich hat. Konstanten, Immutables gibt es auch, indem man const bei der Variable verwendet. Und was auch noch speziell war, ist nicht mehr ganz aktuell, wird ab und zu noch verwendet, ist das Using Statement. Und das wurde vor allem verwendet vor Solidity 0.8. Wir haben gesehen, wir haben ja eine Version 0.8.27, und seit der Version 0.8 ist Safe Math drin. Das heißt, wenn man etwas multipliziert, addiert, dividiert und es gibt einen Overflow, dann wird ein Fehler geschmissen. Das war auch eine häufige Fehlerursache bei Smart Contracts, wurde auch häufig ausgenutzt, und da wurde sehr viel Geld gestohlen, weil man es eben nicht richtig gemacht hat. Aber seit Solidity 0.8, jede Operation, Multiplikation, Division, Addition, Subtraktion, die einen Overflow gibt, Underflow oder Overflow, die wirft einen Fehler. Und vor Solidity 0.8 hat man eine Library gehabt, die nannte sich Safe Math. Und die konnte man mit Using einbinden. Das konnte man auf einem Typen, konnte man das definieren, zum Beispiel UINT256 Using Safe Math. Und dort hatte es dann Funktionen, die definiert worden sind, zum Beispiel Sub. Und das konnte man dann auf einem Integer ausführen, Amount 1, Sub Amount 2. Und dort in diesem Sub hat es eben auch diesen Underflow-Overflow-Check drin, der es eben noch nicht in der Sprache gab. Aber das heißt, vor 0.8 hat man dann die Smart Contracts hier wie folgt geschrieben. Das diente nicht wirklich der Lesbarkeit, weil wenn man schreibt Amount minus gleich Amount 2, dann weiß man, vom Amount 1 wird etwas abgezogen, und hier ist es ein bisschen mühsam zu lesen, ist nicht immer lesbar. Das heißt, seit 0.8, Solidity 0.8, ist es komfortabler, und ich habe jetzt Using nicht mehr so häufig gesehen, dieses Statement.
Dann, die haben wir uns ebenfalls bereits angeschaut. Das sind diese Built-in-Variablen, Message Value, Message Sender, das sind sicher die wichtigsten. Timestamp ist noch ganz nützlich und Block Number, was man auch haben kann als Einheiten Seconds, Minutes, Hours, Days und Weeks. Und ebenfalls Way, Gray oder Ether. Wenn man ein Ether hinschreibt, dann hat man automatisch in dieser Zahl 18 Nachkommastellen, weil der Default sind 18 Nachkommastellen und dann muss man es nicht noch selber hinschreiben. Hier gibt es eine komplette Liste auf dieser Seite hier. Units and globally available variables. Das ist diese Liste hier, die wir uns vorhin angeschaut haben. Was es auch noch natürlich gibt, if else, while do, for break, das Übliche, was man bei JavaScript, Java, C, C++, Go ebenfalls kennt, mit einem leicht anderen Syntax, am nächsten oder am ähnlichsten noch zu JavaScript. Man kann Contracts auch von einem Contract aus kreieren, das geht ebenfalls. Den Konstruktor haben wir uns angeschaut, Inheritance haben wir uns auch angeschaut und hier ganz wichtig, Open Zeppelin, das hat sehr gute Contracts, die man auch verwenden kann, die gereviewt sind, die sollten eigentlich fehlerfrei sein und die Contracts, die sind jeweils abstract annotiert, das heißt, die muss man dann tatsächlich überschreiben und dementsprechend, wenn noch ein paar Methoden fehlen, diese dann ebenfalls implementieren. Zur Frage, ob ein Contract einen anderen Contract deployen kann. Ja, das geht. Das heißt, man kann einen Contract hier neu erstellen. Hier haben wir Child Contract gleich New Child Contract. Das heißt, das wird ebenfalls funktionieren. Was es auch gibt, wobei da gehen wir schon in die Tiefen von Solidity rein, in die Optimierungen der Gaskosten. Hier kann man direkt Assembly auch schreiben und das ist jetzt zum Beispiel eine Funktion zum Herausfinden, ob diese Adresse hinter dieser Adresse auch ein Smart Contract hinterlegt ist. Dann weiß man, ist es ein Smart Contract oder ist es einfach eine Adresse, wo vielleicht Ethers drauf sind, also eine External Owned Address. Und wenn es eine Größe zurückgibt, dann weiß man, es ist ein Smart Contract, weil dort steht dann drin, wie viel Bytes der Smart Contract, also dieser Bytecode, wie lang das dieser ist. In 0.8 haben Sie eben diese Checks bei den arithmetischen Operationen rein, ist per Default-mäßig drin. Das heißt, dort, wenn es Underflow, Overflow gibt, schmeißen Fehler. Wenn man es nicht möchte, dann kann man das mit Unchecked trotzdem machen. Man möchte das natürlich immer überprüft haben, aber diese Überprüfung kostet natürlich auch Gas. Das ist eine If-Abfrage, less than, wir haben gesehen, kostet ein bisschen Gas, 3, 4, 5 Gas. Und wenn man weiß, es gibt keinen Overflow, kann man das mit Unchecked machen und dementsprechend kann man ein bisschen Gas sparen. Hier noch ganz viele Tutorials, Best Practices, Consensus. Das ist eine Firma, die macht auch Smart Contract Reviews. Die hat sehr gute Dokumentation zu Smart Contracts, was man machen soll, was man nicht machen soll, was die Recommendations sind. Die solltet ihr euch sicher am besten mal anschauen, mal durchscrollen. Dann das nächste, so als Cheat Sheet. Learn X in Y Minutes, hier Solidity. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo man das nachschlagen kann. Bei mir wird es jetzt ersetzt durch ChatGPT oder Claude AI. Aber hier zum Nachschlagen, was es dann sonst noch geben könnte, könnte natürlich ganz hilfreich sein.
Dann, es gibt auch genau diverse Blogartikel, auch bei Consensus und die Referenz, wo man sicher reinschauen sollte, ist Solidity. Das ist hier docsoliditylang.org. Das ist die Spezifikation der Sprache. Wenn etwas nicht klar ist, hier drin ist die Definition, ist die Spezifikation, hier drin steht, wie es funktioniert. Und wenn man etwas nicht weiß und nicht sicher ist, wie es genau funktioniert, hier reinschauen. Wenn man jetzt eben einfach mal etwas herumprobieren möchte, etwas Codemäßiges erstellen möchte, bieten sich sicher die Open Zeppelin Contract Creators an. Oh, die möchte ich auch noch ganz kurz zeigen. Open Zeppelin Contract Creator. Es gibt so einen Wizard, genau diesen hier. Und hier hat man die Möglichkeit, ein ERC-20-721, das ist ein NFT, zu dem kommen wir noch in einer weiteren Vorlesung. Governor ist für DAOs, und das werden wir auch noch sehen, was es ist. ERC-20, hier kann man sich einen erstellen lassen. Man kann sagen, er soll mintable sein, burnable, und dann wird entsprechend der Code vorbereitet. Es werden sehr viele Open Zeppelin Libraries dann verwendet. Kann auch als Voting verwendet werden. Wie soll dann gewotet werden? Auf der Block Number oder über die Timestamp? Also die Clock Mode kann man einschalten. Das ist dann wichtig, wenn man zum Beispiel ein Voting hat, und das ist jetzt ein Tag gültig. Will man das in Tagen messen oder in wie viele Blöcke generiert worden sind? Eben hier kann man relativ vieles zusammenklicken, und wenn man das hat, kann man das entsprechend verwenden, kopieren in Remix und dort seine Anpassung machen und dann deployen. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel jetzt auf Sepolia ein USDC-Contract haben möchte, oder wenn man jetzt mit so einem Contract interagieren möchte. Und keinen hat, kann man sich hier kurz einen erstellen. Man gibt dem jetzt ein paar Tokens noch mit und deployt ihn, und dann hat man einen USDC-Contract, so als Beispiel. Das zum Open Zeppelin Wizard. Genau, und da gibt es viele Tutorials natürlich. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da sehe ich gerade, das ist auch schon ein älteres Tutorial hier. 24, da ist Consensus sicher die bessere Adresse, und natürlich ChatGPT oder diese Seite hier, oder aber, nein, weg mit dir, go away, oder aber Claude AI Fragen stellen. Meistens kommt es richtig. Wir haben jetzt ein Beispiel gesehen, das jetzt nicht so gepasst hat, weil jetzt vielleicht der Kontext von Claude und ChatGPT waren, dass sie die Funktion innerhalb von einem Contract machen möchten. Ich wollte aber diese Funktion direkt importieren. Da kam ein bisschen durcheinander, aber in der Regel funktioniert das eigentlich gut. Gut, das wäre es jetzt von meiner Seite. Das ist eine Schnelleinführung in Solidity. Es ist eine Programmiersprache ähnlich zu JavaScript, das heißt, der Syntax sollte eigentlich bekannt sein. Es kommen die gängigen Programmierparadigmen vor, und eben wenn was nicht funktioniert, ChatGPT Claude kann sicher Antworten liefern. Und am Dienstag bin ich ja ebenfalls da. Da können wir dann uns den Code anschauen.